überrascht, wie gut das Drehbuch geschrieben ist. Weil aus einer wahren Geschichte was zu machen, das wird ja oft auch langweilig, wenn man die Geschichte schon kennt. Aber das Buch hat einen erstaunlichen Humor, es ist hochintelligent geschrieben und es ist mehr als nur eine Satire über einen Steuerskandal. Es hat ganz viel mit bundesrepublikanischer Realität und bundesrepublikanischer Denkart zu tun, auch dem Umgang mit sogenannten Prominenten. Also ich finde es ein ganz hervorragendes Buch. Ich war richtig überrascht, wie gut es ist. Lieber Udo, du bist Kopf, Bauch, stets Herz und immer Seele vom FC Rot-Weiß. Und sowas aus deinem Munde, Guido. Also, dass der Udo der Bauch vom FC sein soll, ich weiß nicht. Bei dem Thema sind wir ein bisschen empfindlich. Ich kannte den Regisseur schon vorher, mit Uwe Janssen schon gedreht. Ich kenne den Produzenten Joachim Kosak gut und die Idee, dass ich das spielen soll, kam von Kosak. Und ich fand das erstmal eine überaus amüsante Herausforderung. Weil erstens spricht das Vorbild der Rolle ja bayerisch. Ich habe noch nie auf bayerisch gedreht. Und dann habe ich noch ein bisschen geübt und das macht großen Spaß. Und ich bin natürlich gleichzeitig ein ganz großer Bewunderer von der Figur, die ich spiele. Also ich werde jetzt den Teufel tun, den irgendwie durch den Kakao zu ziehen, weil dazu habe ich einfach zu viel Respekt vor dem Mann. Also die Rolle ist ja im Original schon sehr nachempfunden. Das ist einfach ein unglaublich gelassener Mann, der wahnsinnig viel erreicht hat, das sehr genau weiß. Und durchaus auch die Qualität eines Weltmannes hat und einen Stil hat. Ich habe auch großen Respekt vor dem und den versuche ich damit zu spielen. Das Original bei YouTube oder bei Google eingibt, kommen tausende von Interviews. Ich habe mich sehr viel angeschaut von ihm. Bin auch mit ihm aufgewachsen, muss ich sagen. Ich war 14, als der gegen Cruyff 1974 Weltmeister wurde. Und habe das Glück, dass mein Dokumentationskameramann Münchner ist, also richtig Ur-Münchner gebürtig. Und der hat mir den ganzen Text auf den Band gequatscht. Und dann habe ich halt mir das immer wieder angehört. Hab nebenher ein bisschen Gerhard Polt geschaut und die ganzen bayerischen Kabarettisten. Und habe mich mal so ein bisschen mit dem Bayerischen beschäftigt. Also das ist jetzt halbwegs authentisch beide sprechen kann. Man muss bei der Sprache sehr aufpassen, dass man nicht wirklich ins Kabarett abrutscht. Weil gerade wenn man jetzt jemanden nimmt wie Gerhard Polt, der spricht natürlich sehr viel heftiger als die Rolle Franz Kaiser. Und da ist die Gefahr, dass man es halt dann maßlos übertreibt. Der Spieler, du weißt doch, Udo, das Leben ist rund. Und dauert, bis der Herrgott abpfeift. Es gibt ja so ein Hochbayerisch, sag ich jetzt mal, und es gibt ein sehr derbes Bayerisch. Und ich muss halt immer aufpassen, dass es das gepflegte Bayerisch bleibt. Und ansonsten den Rest macht die Brille und hoffentlich die Maske. Ich bin lustigerweise eigentlich kein Fußballfan. Ich bin in den USA groß geworden und bin mit ganz anderen Sportarten aufgewachsen. Und fand dementsprechend, als ich nach Deutschland kam, als Elfjähriger Fußball dann doch eher sehr verlangsamt. Also ich gucke die großen Turniere, bin aber kein Riesenfan. Also ich bin ein Fan schneller Sportarten, insbesondere halt von Rugby, Football, Eishockey und solchen Sachen. Ich gucke das, aber ich kann echt nicht behaupten, ein Fußballfan zu sein. Und wenn ich einen Verein hätte, wüsste ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich wollte meinen ersten Drehtag, ich stand vorhin mit Uwe am Set und wir haben gerade mal kurz ausgerechnet, dass wir genau 30 Jahre den ersten Film zusammen gedreht haben. Und da erschrickt man dann schon kurz. Und man denkt, wo sind die 30 Jahre hingekommen? Aber das Schöne ist, dass wir immer noch im Geschäft sind und immer noch ab und zu spielen dürfen. Das ist ja großartig. Also wir haben einfach auch Glück gehabt.